Ich bin dann am Mittwoch im Krankenhaus aufgewacht, dachte, oh, was machst du hier im Krankenhaus? Und an meinem Fußende saß ein junger Mann, der meinte, er wäre mein Rechtsanwalt und ich hätte ein Problem. Mein Fuß war in einer Fessel und ich dachte nur, es ist ein Albtraum. Es war ein langjähriger Prozess bei mir, wo viel reingespielt hat, bis irgendwann der Tropfen kam, der es fast zum Überlaufen brachte und ich ausgetickt bin. Ich habe ja den Fehler gemacht, auch meinen Selbstwert vom Opfer abhängig zu machen. Hatte sie gute Laune, hatte ich gute Laune. Hatte sie schlechte Laune, hatte ich auch schlechte Laune. Totale Sprachlosigkeit, Entsetzen, Verständnislosigkeit, alles. Also das war ein Gemisch von sämtlichen Gefühlen, die mich nahezu betäubt haben. Also es war unvorstellbar, dass mein Mann zu so einer Tat überhaupt fähig war und dass er das war. Ich habe damals erstmal zu ihm gehalten, weil ich ja außer der Information, dass er fast einer anderen Person das Leben genommen hat, sich selber versucht hat, das Leben zu nehmen, dass es dann eine Beziehung zu dem Opfer gab. Das war so das Nächste, was ich mitbekommen habe. Ich habe ihn damals auch sehr geliebt. Ich wollte mit ihm weiter zusammenleben. Am schlimmsten war der Haftantritt. Ich habe ihn da abgegeben. Innerlich kalt war mir, ja. Ich fühlte mich einsam, ich fühlte mich alleine, ich fühlte mich verloren. Dachte, es zerreißt mich, ich komme da nicht raus, ich habe den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Ich hatte schon ein Kabel gesammelt und Tabletten gesammelt, weil ich immer in der Angst war, ich bekomme bald Post und meine Frau wendet sich ab und ganz im Gegenteil. Sie hat mich bestärkt, durchzuhalten. Ich habe für mich dann beschlossen, dass jeder eine zweite Chance verdient und dass auch wir eine zweite Chance verdienen. Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich das Gefühl, nachzudenken über mein Leben, über meine Tat, über alles das, was ich gemacht habe und dass meine Frau noch bei mir ist. Es ist unglaublich. Inzwischen ist es so, dass ich mein Leben bewusster genieße, die Tage bewusster wahrnehme, dass ich auch empfindlicher bin, was andere Menschen angeht, mehr Rücksicht nehme auf ihre Gefühle und Wünsche. Natürlich bin ich jetzt nicht ein komplett anderer Mensch, das nicht. Menschen haben Vorurteile, das ist ganz normal. Und wer mich nicht kennt und nur die Tat hört, lehnt mich wahrscheinlich automatisch ab. Aber wenn man abgelehnt wird und keine zweite Chance bekommt, wie soll man denn dann erfolgreich resozialisiert werden? Natürlich wird sie den Übergriff nie vergessen können. Das kann kein Mensch. So eine Tat kann man nicht einfach entschuldigen oder sagen, es tut mir leid. Man kann sie nicht rechtfertigen. Man kann sie nicht entschuldigen. Man kann nur sich entschuldigen und hoffen, dass die Person es annimmt.